Bachheimer-Leser, ich muss mich wieder mal zu Wort melden. Natürlich geht es wieder um die BRICS-Konferenz Ende August 2023. Ich habe mich ja beworben, wie Sie wissen, und ich habe jetzt vorige Woche dieses Ticket zugesandt bekommen. Das heißt, ich werde daran teilnehmen. Warum werde ich daran teilnehmen? Mittlerweile weiß ja fast jeder, wie epochal dort die Entscheidungen, die getroffen werden, sein werden. Und man muss natürlich da genau zuhören, und die Medien oder über Vermittlung der westlichen Medien werden wir sicher nicht die gesamte Wahrheit erfahren. Und uns ist es auch wichtig, dass man da genau die nächsten Schritte, die in diesen Staaten eingeleitet werden, beobachten können. Viele Skeptiker des derzeitigen Geldsystems sind natürlich jetzt euphorisch, und manche glauben sogar, wir werden einen Goldstandard kriegen. Also auch wenn ich ein Goldstandard-Mann bin, das wird sicher niemals passieren oder nicht in diesem Jahr und nicht so schnell. Eine Goldanbindung ist gut vorstellbar, wäre auch dringend nötig, weil sich ja die Staaten selbst kaum vertrauen. Sie haben kein gescheites Währungssystem, das wissen sie. Sie brauchen irgendwas Vernünftiges, und da würde sich eine Goldanbindung für eine Settlement-Währung ziemlich gut eignen. Das heißt, das Gebrauchsgeld der normalen Einwohner wird davon wahrscheinlich noch nicht betroffen sein, beziehungsweise nicht direkt betroffen sein. Was aber ganz sicher kommt, ist ein neuer Konkurrent für den bisherigen Währungshegemon US-Dollar, nämlich die Entdollarisierung wird voranschreiten, und wir werden einen neben Euro, britischem Pfund, Yen, Yuan eine neue Weltwährung sehen, die dem US-Dollar sicher zu schaffen machen wird. Aber es sind nicht nur die BRICS-Staaten, die hier eine Allianz gegen den Westen schmieden, es ist viel mehr. Ich habe mich jetzt ein bisschen beschäftigt. Es gibt natürlich noch die Shanghai Corporation, das sind über 50% der Weltbevölkerung umfasst. Die haben auch 35% des Welt-GDPs drinnen. Es gibt auch noch die Belt and Road Organization, das ist die jüngste dieser Organisationen, die gibt es erst seit 2013. Sie wissen, das ist die ehemalige Seidenstraßenorganisation, und die haben mittlerweile 155 Mitgliedstaaten. Und man muss natürlich wissen, dass BRICS, Belt and Road und auch Shanghai Corporation sich überschneiden. Das heißt, man kann die nicht zusammen addieren. Aber insgesamt, und das ist schon relativ interessant, werden 75% der Weltbevölkerung mit einem Anteil von 75% am Welt-GDP sich gegen den Westen zusammenschließen. Das ist einmal ein ordentlicher Feind. Da ist eigentlich Panik angesagt im Westen. Aber wir sehen, die Amerikaner, die ja die Weltleitwährung innehaben, sind da relativ gelassen. Und das verwundert uns natürlich ein wenig. Wenn man aber genauer hinschaut, wird die Verwunderung schon kleiner. Es kann sogar sein, oder ich hege jetzt einmal den Verdacht, dass die Amerikaner das ja mit angestoßen haben. Und warum sie das getan haben, dafür gibt es natürlich mehrere Gründe. Den ersten Grund, das ist das Triffing-Dilemma. Triffing-Dilemma sagt nichts anderes, dass wenn eine Nation die Weltleitwährung innehat und diese Weltleitwährung kein Goldstandard unterworfen ist, dann muss sie ja die anderen Staaten mit ihrem Währungssystem versorgen. Wie macht man das? Mit Exporten und geringeren Importen. Das führt natürlich zu einer Industrieverwerfung, Import, Export, Handelsbilanzverwerfungen. Und über die Jahrzehnte führt das natürlich zu sehr großen Problemen für diese Nation und so auch Amerika. Die Vereinigten Staaten sind wirtschaftlich eher danieder, sie leben eher von Bankgeschäften, Geschäften. Natürlich werden noch viele Dinge erfunden, das ist keine Frage. Also das Produkt unserer Zeit, das iPhone, ist zweifelsohne amerikanisch, wird aber in China produziert. Dennoch, das Triffins-Dilemma schlägt voll zu, und die Amerikaner hätten jeden Grund natürlich,
das einmal loszuwerden, um sich selbst wieder zu restaurieren. Der zweite große Grund, warum die das anstoßen könnten, ist, wenn man sich die Vermögensbilanz der USA anschaut. Die schaut sehr, sehr düster aus. Wir haben im Jahr 2022 ein Vermögenswerte von 5 Billionen US-Dollar. Das haben die offiziell in ihrer Vermögensbilanz drinnen. Und Verbindlichkeiten von über 150 Billionen. Man braucht nicht Mathematik studiert zu haben, um zu wissen, das wird wahrscheinlich nicht mehr zurückbezahlt. Und da kann man auch noch sich mit der Inflation noch so weiter helfen. Das geht sie nicht mehr aus. Und man sollte eigentlich da auch den Weltreservestatus loswerden. Zudem kommt noch, dass im Economic Advisory Board des Präsidenten, jeder US-Präsident hat so einen wirtschaftlichen Waisenrat, der Chef dieses Advisory Boards, der war immer schon dafür, beziehungsweise hat sich immer dafür ausgesprochen, dass die USA sich nur vollständig restaurieren kann, wenn sie den Weltwährungsleitsatz loswerden könnten. Die Inflation und die damit einhergehenden steigenden Zinsen sorgen dafür, dass die Banken in massive Probleme geraten sind. Die Banken sind aber quasi das Backbone der US-Wirtschaft, Pseudowirtschaft muss man sagen, und die sind jetzt natürlich massiv in Gefahr. Und auch hier hat Biden eine personelle Entscheidung getroffen. Es sitzt ein weiterer Herr, dessen Name mir leider entfallen ist, im Advisory Board, der gesagt hat, wir müssen die Banken zerstören, beziehungsweise wir müssen alles auf die Fed konzentrieren, dass es nur mehr eine Bank gibt. Und so hat man natürlich eine bessere Kontrolle über die Bürger, auch über die Vermögenswerte der Bürger, und man kann diese natürlich besser leiten und kontrollieren. Diese Zentralisierung des Bankensystems würde natürlich vonstatten gehen, wenn die Banken kollabieren. Und das ist eben auch eine sehr große Gefahr, denn ein Währungsreset, was würde dieser Reset machen? Wenn es jetzt eine neue Währung gibt und der US-Dollar wird nicht mehr so oft benötigt, der wird gedumpt, dann strömen Massen an US-Dollar wieder nach Hause, wieder in die Vereinigten Staaten. Jetzt kommt eine Masse an Geld und das Wirtschaftswachstum kann das nicht auffangen prozentuell. Das heißt, wir kriegen wieder Inflation oder eine vermehrte Inflation. Und diese vermehrte Inflation zieht natürlich ein Ansteigen der Zinsen nach sich. Da kann die Fed den Leitzinssatz machen, was sie will. Die Zinsen werden einfach steigen. Und wir haben jetzt schon gesehen, was bei diesen relativ historisch geringen Inflationssätzen passiert ist. Die Banken sind massiv in Probleme geraten. Und wenn jetzt da eine neue Währung kommt und der US-Dollar nicht gebraucht wird und wieder den Weg nach Hause findet, dann wird es natürlich einen Gesamtkollaps dieser Banken geben und dadurch wird der Wunsch nach einer Zentralisierung des Bankensystems unter einer Bank erleichtert und man kann so die Amerikaner leichter unterdrücken. Ja, so ein Reset bringt nichts anderes, als man würde die Währungsreserven loswerden, man könnte sich durch einen Crash oder Bankrott komplett entschulden, man könnte das Zahlungssystem und Bankensystem in der Fed zentralisieren und das alles zusammengenommen könnte, es gilt die Unschuldsvermutung und auch der Konjunktiv, könnten die Gründe dafür sein, dass die USA die Entwicklung sehr begrüßen würden. Es gibt noch ein Faktum, was vielleicht das Ganze beweist. Wir haben auf Bachmann.com natürlich schon oft darüber geschrieben, warum der Westen auf einmal diese russischen Sanktionen gegenüber der russischen Zentralbank erlassen hat. Wir haben wissen können, welche Reaktionen das hervorruft und dass dann natürlich dann wirklich ein Konkurrent heranwachsen würde. Das Ganze läuft unter dem Namen Weaponization oder Bewaffnung oder der US-Dollar als Waffe. Ja, das alles zusammengenommen könnten es gilt die Unschuldsvermutung und der Konjunktiv, die Gründe dafür sein, dass die USA die Entwicklungen nicht nur sehr begrüßen, sondern auch wirklich angestoßen haben. Und angestoßen haben sie das mit dem
sogenannten Weaponizing of the US-Dollar. Und das ist ein No-Go, wenn man die Weltleitwährung innehat. Habe ich die Weltleitwährung inne, muss ich dafür sorgen, dass ich politisch und weltpolitisch neutral die gesamte Welt mit dem Geldsystem, mit dem Zugang zum Geldsystem, aber auch mit dem Geld direkt versorgen kann. Die Amerikaner haben das natürlich im März 2022 unterbunden, indem sie die Zentralbankenbestände der russischen Zentralbank eingefroren haben. Und dadurch haben sie natürlich eine politische Maßnahme und den Dollar als Waffe verwendet. Und das trifft natürlich auf große Skepsis in der Restwelt. Und dann sagt man natürlich so, jetzt habt ihr uns eh schon mit euren wertlosen Dollarn versorgt und betrogen und über den Tisch gezogen. Jetzt ist einmal Schluss und jetzt werden wir die Regeln ein bisschen ändern. Und jetzt nehmen die Dinge ihren Lauf und die Entwicklungen werden merkwürdigerweise viele Sieger hervorbringen. Zum einen sind es die Rohstoffstaaten oder die produktiven Staaten, die Produkte für diesen Globus herstellen. Die sind die Sieger, weil die jetzt bestimmen, wie der Rohstoff bezahlt wird. Zum anderen gewinnen aber auch die Amerikaner. Die Amerikaner gewinnen deshalb, weil sie sich entschulden können, den Status Weltwährungsstatus los sind und den Banken konzentrieren können und so ihre eigenen Leid unterdrücken können. Also, und noch dazu haben sie jetzt den Putin als Bösewicht, weil man sagt, der Putin hat dieses Währungssystem gesprengt. Ist eigentlich ganz merkwürdig. Jetzt gibt es zwei große Gewinner und wie immer in den letzten Jahren ist Europa ein großer Verlierer. Wir haben natürlich willfährig das gemacht, was uns die Amerikaner gesagt haben, also ganz besonders in Europa die Deutschen. Und man sieht auch, dass die Amerikaner ja die Deutschen nie als Freunde, sondern stets als Alliierte bezeichnet hat. Und jetzt erkennen wir auch warum. Weil ein Freundschaftsdienst für Europa war das Ganze nicht. Man muss aber auch verstehen natürlich, die Amerikaner machen ihr Ding und kümmern sich um sich und die Europäer sollen schauen, wo sie bleiben. Peinlich ist es nur, weil wir halt natürlich mitgetan haben bei der ganzen Partie und jetzt sind wir im Regen stehen gelassen. Ja, meine Damen und Herren, diese Entwicklungen sind derartig gigantisch und werden die Welt in einem Maße verändern, wie wir es seit 1945 noch nie erlebt haben. Und Sie wissen, Bachemann.com und die Goldvorsorge, wir haben uns schon immer, schon vor dem Ukraine-Konflikt, um die BRICS-Staaten gekümmert. Wir haben immer schon gewusst, dass es eine Polarisierung auf dieser Welt geben wird. Und diese Polarisierung wird natürlich jeden von uns betreffen. Wenn der Dollar nichts mehr wert wird, wird der Euro nichts mehr wert. Und wir haben ähnliche Probleme wie in den Vereinigten Staaten, nur dass wir es nicht absichtlich gemacht haben hier in Europa. Und das Individuum muss jetzt auch schauen, wo es bleibt. Und zu diesem Behufe haben wir aufgrund unserer Voraussicht, das muss ich wirklich zugeben, wir konnten das voraussehen, die Bipolarisierung, wir konnten allerdings nicht voraussehen, die Geschwindigkeit und die Intensität. Also wir haben nicht gedacht, dass es im August 23 schon derartig losgehen wird. Aber deshalb haben wir uns auch entschlossen, hier ein Büro zu eröffnen, um außerhalb Europas in einen Rechtsraum, der Respekt vor Privateigentum noch hat, hier Geschäfte machen zu können, dann auch unsere europäischen Kunden hier Geschäfte machen können und vor allem ganz wichtig, dass Kunden auch diversifizieren können in der Lagerung und dass man auch außerhalb Europas in einem BRICS-Staat sein Vermögen parken kann, um über die jetzt kommenden, für Europa kommenden schlechteren Zeiten drüber zu kommen. Wir freuen uns, dass wir annoncieren können, dass wir jetzt nach der BRICS-Konferenz eigentlich hier mit unserer Filiale der Goldvorsorge loslegen. Ich bin hier der Managing Director und werde die nächsten Jahre hier verbringen und auf eure Schätze aufpassen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns das nächste Mal wahrscheinlich schon aus Südafrika, wenn ich beim BRICS Summit zu Gast sein werde. Pfiat euch!